Also eben einmal mit dem Deckel. Oh mein Gott, Leute! Dieser scheiß Krümel ist in meinem Hals. Dieser scheiß Krümel! Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Super Smash Mobs. Und Leute, ich habe heute mal so eine kleine Idee bekommen, womit wir diese Serie ein bisschen aufpeppen können. Und nicht nur zu dieser Serie, auch zu allen anderen Kampfmodis oder sonst noch was, was man alles machen kann. Ich glaube, diese Map wurde ein kleines bisschen verändert, kann das sein? Ja, hier gibt es nicht mehr diesen riesigen, wow, diesen riesigen Pilz. Und ja, ich will erstmal das ansprechen, was ich ansprechen wollte, bevor ihr hier alle mit mir kämpfen könnt. Ich spiele im Übrigen gerade einen Skeleton. Und versuche jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit dem Bogen zu reißen. Und den habe ich erwischt. Und ah, die wollen abhauen. Komm. Den kann ich vielleicht wegkicken. Oh, oh. Nein, weg mit dir. So. Da hinten von hinten wollte dieses süße kleine Entchen kommen. Aber ich hau ab. Du kleiner Analratte, komm her. So, und da hinten ist der Schneemann wieder. Oh, aber wir sind jetzt richtig gut mit dem Bogen dabei. Und von wegen, was ich ansprechen wollte, das war natürlich das mit Challenges. Also, falls ihr irgendwelche Challenges für mich habt, die ich mal spielen soll, durch Challenge-Vorschläge, wow, von wegen, zum Beispiel in Super Smash Mobs, hier spiel jetzt zum Beispiel wie ich den Skeleton, aber benutz irgendwie nicht dein Bone Explosion Skill oder versuche nur mit der Axt eine Runde zu gewinnen oder sowas. Irgendwie von wegen irgendeine Challenge, womit ich vielleicht irgendwas schwieriger habe. Oder etwas ganz Individuelles. Von wegen irgendwas mit einem Texture Pack, dass sich irgendwas verändert. Oder eine Einstellung, was ich hier ändern soll. FPS unterstellen, was weiß ich. Aber FPS unterstellen ist natürlich auch für euch ein bisschen blöd. Aber da gebe ich euch mal einfach eure kreative Ader, die ihr so habt. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass ihr so ein bisschen kreativ seid. Ansonsten werde ich auch, falls mir selber ein paar Challenges einfallen spontan, vielleicht auch mal eine Challenge einfach spielen, um einfach mal so ein bisschen, ne, die Challenge im Spielmodus so ein bisschen aufzuwerten. So, und dieses Entchen habe ich leider nicht erwischt. Und da ist nun eure Kreativität gefragt. Also wenn ihr so eine geile Challenge im Kopf habt, die ich mal austesten soll, beziehungsweise die ihr mir stellen wollt, dann raus damit und schreibt das einfach unten in die Kommentarbox. Oh ja, ich fühle mich gerade wie ein wunderbarer Nachrichtensprecher. Oh ja, das hat mich irgendwie gerade ein bisschen an Ben Lex erinnert, dieses. Aber egal, Leute. So, wir werden jetzt einfach mal diesen krassen Burschen hier wegwaschen, den im Nahkampf. Der Typ ist ja auch irgendwie gerade voll so richtig idiotisch drauf. Ist, der will hier abhauen. Er will von mir abhauen im Nahkampf. Da gebe ich ihm schon die Wahl, mit mir im Nahkampf zu spielen, aber da will er das nicht tun, Leute. Was ist denn da schiefgelaufen? Oh, da haben wir ihn richtig schön mit dem Bone Explosion Skills runtergekickt. Dann jetzt hier nochmal den. Oh, komm her, du Ente! Ente, ja, das ist kein Chicken für mich, Leute. Das ist eine Ente! Oh, damn it. Komm her, mein Freund. Dich müssen wir erst immer wieder wegbashen hier. So, ja, so ein kleines bisschen, so ein ganz kleines bisschen, ganz. Eigentlich wollte ich auch eine andere Klasse werden, aber da ist mir aufgefallen, ich habe sie nicht ausgewählt. Und deswegen spielen wir jetzt eigentlich spontan den Skeleton. Weil wir wissen, ich bin ja eigentlich gar nicht so gut mit dem Bogen, Leute. Oh, wir haben das kleine Entchen bekommen. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh, komm her. Ah, heftig nicht. Oh, den haben wir richtig schön. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir haben einfach mit 4 Leben überlebt. Es ist so unfassbar geil, weil die hatten einfach keine Chance gegen uns. So richtig gerackt. Nein, natürlich nicht. Das waren schon so. Das waren schon gute Gegner. Aber der eine meinte irgendwie Cheater. Aber gut. Wir haben jetzt einfach mal eine Runde mit dem Skeleton gespielt. Und ich denke mir einfach, weil das so gerade gut lief, machen wir einfach noch eine Runde. Und ja, bis gleich. So, da sind wir in der nächsten Runde. Und gerade eben beim kurzen Cut habe ich mir noch einen kleinen Tortilla-Chip in meinen Mund gesteckt. Und richtig schön nochmal in Käse-Dip reingedippt. Boah. Und jetzt geht's weiter.
Weshalb auch immer ihr diese Info benötigt habt, aber ich wollte es euch einfach mal gesagt haben. Okay, Knight, Crafter LP hat schon mal verlassen. Dann haben wir hier noch zwei Golems. Die einfach beide runtergefallen sind. Geile Sache. Habe ich auch mal den First Blood kassiert. Der eine dachte sich bestimmt, oh du Kack, du Kack Hurensohn, ey, wieso kommst du von hinten und beballerst mich? Okay, wir haben die ganze Zeit nicht mit den... Oh shit, der will sich rächen, Leute. Der will sich sowas von rächen, das sage ich euch. Oh mein Gott. Der wird sich sowas von gut rächen. Ah, der Pfeil prallt einfach an ihr ab. Oh, wenn das weiterläuft, sind wir gleich tot. Nein. Okay. Der eine hier, der Ant. Hä? Ich hab ihn gekillt? What the fuck? Wie hab ich den bekommen? So. Oh, einfach beide erwischt. Jetzt einfach mal hier reinballern. Müssen hier unseren Fernkampf ein bisschen ausnutzen und auskosten. Kosten, ja? Oh. Oh, da hat er uns erwischt. Und weg mit dir. Hoff gar nicht erst, ey. Alter. Der will mich doch verarschen, der trifft mich schon die ganze Zeit mit dieser Kacke. So, mein Freund. Ich wollte nicht dich treffen, Mann. Hugos, geh da weg. Oh nein, er sollte doch nicht sterben. Doch nicht das. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Leute, der bekommt uns gerade ein bisschen zu gut mit seiner Iron Hook, aber man muss ja auch dazu sagen, wir stehen ja nur an einer Stelle die ganze Zeit. Und mach die Fliege, mein Freund. Mach die Fliege. So. Jetzt mach die Fliege. Das ist doch nicht sein Ernst. Mach die Fliege. Ich bin gleich wieder tot. Wann ist mein Bone Explosion wieder da? Oh, shit. So, einmal mit dem Pfeil und Bogen erwischt. Ja, der Typ hat noch richtig viel krass HP und springt einfach runter. Nice, das hat uns den Ausgleich gebracht. Oh ne, gar nicht wahr. Der stand 2-2. Komm her, mein Freund. Das ist aber ein krasser da, Eisengolem. So. Diese verdammte Iron Hook. Da hat er sich wieder direkt den Ausgleich geholt. So. Oh, da wäre ich fast runtergesprungen. So. Oh, nein! Da hat er uns bekommen. Da bin ich richtig blöd gefallen. Aber GG, mein Freund. Da bin ich ein bisschen schlecht mit dem Bogen umgegangen. Und win. Ja, da bist du glücklich, ne, mein Freund? Da bist du richtig glücklich. Ja, wir werden dich jetzt gleich erstmal vernichten. So eine Drecksau. Ich bin gerade am überlegen, mit was für einer wunderschönen Klasse wollen wir ihn denn fertig machen, Leute. Da müssen wir uns jetzt erstmal... Wir nehmen einfach mal die Hexe. Vielleicht haben wir einen Vorteil jetzt gegen ihn. Hugos denkt, weil wir ihn vorhin fertig gemacht haben, wird das jetzt mit dem Skeleton besser reißen. Und der... Entschuldigung dafür. Da kamen die Krüme hoch von den leckeren Tortilla, den ich vorhin in den Mund gesteckt habe. Und ja, Ant wird jetzt sehen, was er hier damit erreicht hat, weil er gerade eben gewonnen hat. Wahrscheinlich wird er mich jetzt wieder fertig machen und dann war das jetzt voll peinlich, was ich gesagt habe, aber das ist ja auch egal. Genau, was war das denn? Der hat mir einfach einen Tackle gegeben, obwohl er gar nicht in die Luft geflogen ist. Aber, ey, Leute, sorry, wenn ich ihn jetzt targeten werde, aber genau deswegen tue ich das. So. Obwohl, wir werden ihn nicht targeten. Weil es ein bisschen fies ist. Aber, er zifft uns die ganze Zeit mit seinen Angriffen. Was mich gerade ein bisschen stört. Jetzt hat er eben einmal mit dem Deckel. Oh mein Gott, Leute! Dieser scheiß Krümel ist in meinem Hals. Dieser scheiß Krümel! Geh weg! Wenn ich jetzt nicht diesen Krümel in meinen Hals hätte, würde ich dich fertig machen, Leute. Dich fertig machen, Mann. End. Oh Gott. Diese verdammte Xyme, Leute. Oh. Oh mein Gott. Tut mir an der Stelle echt leid.
dass ich die ganze Zeit diesen verdammten Krümel hochbekomme und dann nicht mehr sprechen kann. Aber dieser Dex-Typ. So, einmal mit dem Tank wieder erwischt. Und war das sein Ende? Der Tank, das war sein Ende. Er hat ihn so gut erwischt, Leute. Das wäre einfach unfassbar. Weg mit dir. Oh. Da haben wir den einen mit der Bad Wave getötet. Und ihn einmal mit dem Tank wieder erwischt. Komm. Komm, du Golem. Komm, du Golem. So, was willst du tun, hä? Du fällst gleich runter. Oh, verdammt. Das war... So, du musst auch weg. So, weg mit dir. Nein. Oh ja, den haben wir gut bekommen, Leute. Und, oh. Oh, der hat gerade einen guten Move gemacht. Weil eigentlich hätte ich ihm eine richtig geile Combo verpasst. Nein, nein. Scheiße, das ist ja noch ein 1 gegen 1. Was, Hugos hat 4 Leben? Ich dachte, der Typ ist schon aber tausende Mal gestorben. Okay. Dann will der Stress, Leute. Der will richtig Stress. Hugos, komm her. So, Hugos. Hugos. Aus. Aus. Nein, nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Boah, ich habe mich fast selbst umgebracht, Leute. Man kann das gar nicht mit einem Linksklick oder Rechtsklick wieder wegmachen. Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott. Oh yeah, da haben wir ihn gut erwischt, aber er lebt immer noch. Unfassbar. Unfassbar, Leute. Ah, ja. Jetzt haben wir ihn einmal umgebracht. Aber Hugos wird, glaube ich, nicht das Problem sein. Nicht, dass ich jetzt irgendwie arrogant klingen würde, aber... Oh, wenden wir die Map. Das ist noch ein bisschen... Ich glaube, das soll nicht so sein. Oh mein Gott, haben wir ihn richtig gut damit erwischt. Oh, da hatte ich gerade einen kleinen Hänger, weshalb auch immer. Ein kleines Standbild. Komm her, Hugos. Komm her, Hugos. Oh Mann. Oh mein Gott. Boah. Da haben wir uns gerettet. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Diese Bad Wave, Leute, das ist so unfassbar scheiße. Das glaubt man gar nicht. Man denkt erstmal, oh ja, Mann, jetzt habe ich die voll skillig eingesetzt. Und was passiert? Man landet in der Schlucht. Aber der Typ ist echt nicht schlecht. Ich dachte, dieser Golem wäre jetzt unser Problem. Hab extra einen Counter gegen den genommen. Und jetzt kommt uns einfach dieser Skelett hier. Okay, jetzt haben wir ihn einmal wieder umgebracht. Aber wir spielen hier auf sehr, sehr glattem Eis. Muss man dazu sagen. Oh, hat uns sogar mit diesem Skill erwischt. Aber wenn er uns jetzt trifft, ja, das war's. Gut, da hat er richtig gute Arbeit geleistet. Ich meinte auch noch, er wird kein Problem. Leute, da hat er gewonnen. GG.